Hi und herzlich willkommen zum letzten Teil unseres E3 Podcasts. Ähm, diesmal nehmen wir im Endeffekt alles so durch, was nicht eine ganz große Firma ist. Also so nach dem Motto äh, nicht Nintendo, nicht Microsoft, nicht Sony. Alles was nicht äh, eine ganz große Firma ist, zum Beispiel EA. <laughs> PC ist doch eine große Firma. Das ist echt im Kommen. PC. Ja. Das ist der größte Konzern der Welt. Äh, diesmal sind wir auch alle anwesend. Ich bin auch wieder da. Die Klausur ist geschrieben. Äh, insofern, Ben. Die Pimmelbrüder, hallo. Flo. Moin. Domme. Ei, ei. Und ich, Brightstone von Victory Road. Ähm, ja, da ich schon ganz äh, blaue Geschlechtsorgane habe, würde ich sagen, wir fangen mit Bethesda an. Fang du doch mal am besten an, bevor, deine, ja, genau. bevor die, die noch abfallen, deine Geschlechtsorgane. Ja. ja, aber das kommt ja, wir gehen ja von oben nach unten die Liste durch genau, wir gehen chronologisch. genau. und zwar, äh, das ist jetzt das erste mal gewesen, dass bethesda eine eigene Konfi hatte, fand ich auch sehr interessant. Äh, es war schön, kompakt. sie haben einfach nur gesagt, so das machen wir, das machen wir, das machen wir haben schön was gezeigt. Ähm, und fertig war. also alles kein, kein unnötiger bullshit, kein unnötiges hin und her, aber also sie haben angefangen mit äh, dem neuen doom. Äh, so wie es aussieht, wird das auch einfach nur doom heißen. Also, Sie haben jetzt keinen Sekundärtitel oder sowas gesagt. Aber das, das ist ja irgendwie seit, seit Tomb Raider jetzt so, Tomb Raider jetzt ein Trend. Ganz ehrlich, ich finde so was scheiße, weil dann musst du immer irgendwie Doom 2016 sagen oder sonst Und was. Und wir, wir hatten wissen, ja schon ein ist. Doom Reboot. Ja, eben. Die Deswegen finde ich das so strange. Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass Sie noch bis, äh, bis Frühling nächstes Jahr noch einen Sekundärtitel Ich noch einen Titel ein. Doom, 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 Doom 5 zum Beispiel. Doom, Beyond, nee, ich Beyond glaub, Thunderdome. Ich glaube, die haben das jetzt einfach nur nochmal Doom genannt, weil es, es schnörkellos ist. Also Beyond das ist Doom. Nichts dran, was der Doom-Spieler an sich äh, nicht gerne drin hat in seinem Doom. Also, also das, was 5.0 für Bier ist, ja. ist Doom für Doom. Ja, <laughs> wahrscheinlich. Steht Es hat auch eine schwarze Krasi. Packung, wo drauf steht Doom und unten drunter steht einfach nur 100% <laughs> Doom. Einfach Doom. nur Doom, ohne Geschnörkel. <laughs> Purer Genuss. Ähm, ich muss sagen, also im Vergleich zu dem letzten Doom, ähm, aka, hey, wir bauen nicht von Anfang an eine Taschenlampe ein, die ihr an jeder Waffe habt. Ja, die ähm, Entscheidung war echt Doom. Ja. <laughs> äh, oh, ich hab gewartet, dass er kommt. Das oh, muss er einfach mal kommen. Es so es äh, ich muss sagen, ich bin eigentlich neugierig auf das Spiel. Das ist so von dem, was man bislang gesehen hat. Äh, es ist schnell. Ähm. Beim Waffewechseln äh, gibt es keine Pause oder anderen Scheiß, sondern es gibt einfach so einen leichten Slowdown. Das fand ich gut. Ähm, genau, sie haben sich an die Order orientiert. Man kann sich alles ganz genau angucken an seiner Waffe. Ja. <laughs> ähm, also es ist, es ist flott, es ist rasant, es ist guter Action. Jetzt gibt es auch einen Double Jump, wie man gesehen hat. Man kann klettern so ein bisschen. Es gibt jetzt auch Finishing-Moves. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. An sich gesehen ist es ganz nett. Es ist halt ein. Ziemlich gory, wie man es so warten würde. Ähm, Frage, ähm, und ja, so also wie es aussieht, also ich ähm, Es wirkte so ein bisschen so, als ob, abhängig davon, wo, an, an welch, auf welchen Teil des Gegners man guckt beim Finishing-Move, wird dann halt ein anderer Finishing-Move aus, äh, ausgeübt. Also ich bin mir unsicher, ob das halt von der äh, vom Viewpoint oder äh, Ich hab's auch nicht ganz verstanden. abhängt oder ob das einfach randomized ist. Ich hab's, wie gesagt, auch nicht ganz verstanden, wie und wann und was da genau passiert. Also, es wirkte halt ein bisschen so, weil er bei einigen Viechern, wenn er dann aufs Bein geguckt hat, dann wurde dieses Bein rausreißen. Dieser Bein rausreißen, finde ich, Move benutzt. Aber. Ich war ein Bisschen unsicher. Es gab ja auch sowas wie ein Rätsel, also. Ja. Es gab ja auch sowas wie ein Rätsel. Ja, es war so ein Rätsel, was man sich in Doom halt vorstellt. Ja, simpel. Drücke einen also, Schalter. Ja, hier ja. mal ein paar Sachen. Aber drauf. nicht mit. Äh, es war so, so ein Handsensor, glaube ich. Ja, drücke einen Schalter, der eine Tür öffnet, für die du durch das ganze Level backtracken musst. Äh, keine Ahnung. Nee, die Tür war ziemlich direkt daneben. Aber ja. das war halt so ein Handsensor. <laughs> also im Grunde war es eine Türöffner. Ja, das aber, ist, aber das qualifiziert irgendwie nicht als Rätsel. Naja, es ist nicht deine Hand, die du benutzen kannst. Ja, okay. Aber es ist halt, wie gesagt, es sind Doom-Rätsel. Es ist, es ist relativ Doom. <laughs> Boah, ich bin froh, wenn wir mit Doom durch sind. Ja. Das wird nämlich echt alles zu Doom langsam. Ja. Ähm, Dann ist Doom gelaufen. Oh Gott. Ja, die Chainsaw ist wieder da. L Hals. Oh, ja. langsam im Angriff. Insofern dann wahrscheinlich eher äh, wirklich im Notfall benutzen, wenn einem die Munition ausgeht, weil die Kill Animation ist halt recht lang. Also kann ich mir gut vorstellen, wenn man es halt in einer Gruppe von Monstern ansetzt, dass man dann nebenbei schön beschossen wird und stirbt. Aber die sah gut aus. Die sah auf jeden Fall gut aus. Also alles sah richtig schön ja, aus. Und aber wobei am Anfang dachte ich mir bei der Chance noch so, oh cool, sie haben genau eine Animation für alle Gegner, weil irgendwie die ersten drei Gegner mit der gleichen Animation hm. äh, fertig gemacht wurden. Aber dann hat sich das ein wenig variiert. Ja. Die sehen ähm, sehr gut aus. Das auf jeden Fall. Was ich auch ganz cool fand und ich hoffe, das wird ein bisschen öfter vorkommen als dieses eine Mal, sind die Echos, die die haben. Also, dass man halt ein bisschen was über die Welt rausfindet. Nur, so wie es aussieht, diesmal halt nicht über ähm, Audionachrichten, sondern halt über Hologramme. Also, so halt quasi Hologramme, äh, Hologrammaufzeichnungen, das sah ganz cool aus. Ähm, und ja, also, das wäre jetzt so, was ich mir zum Singleplayer aufgeschrieben habe. Ähm, habt ihr da noch irgendwas zu sagen? Okay. Multiplayer wirkt am Anfang finde ich ziemlich Unreal Tournamenty sage ich jetzt mal, äh, weil es auf jeden Fall ein kleines bisschen schneller war als äh, das Doom, was man so bislang kennt. Ähm, was dann ein paar Sekunden später kam, was ich ganz cool fand, ist, dass, man, äh, dass es jetzt wohl einen Modus geben wird, wo man äh, Humans äh, versus Demons machen kann. Das finde ich ganz cool. Also so ein bisschen halt äh, hier Left for Dead. Ne? Ähm, und dann haben sie noch was äh, rausgehauen, was sehr, sehr geil ist und äh, wo sich die Community auf jeden Fall darüber gefreut hat und freuen wird, ist das Mapping. Und zwar äh, der Map Editor äh, SnapMap, der ähm, so ausgelegt ist, dass er auf dem PC wie auch auf der Konsole ordentlich funktioniert. Äh, man kann so detail, äh, man kann im Endeffekt äh, entweder ganz simple Maps machen oder halt Events programmieren. Wenn das benutzt wird, muss das passieren, so Sachen nach dem Motto. Ähm, es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr cool und sehr benutzerfreundlich, sehr äh, easy to learn. Ja, also das ist mir auch aufgefallen und es ist halt cool, dass sie die Mod-Community so einigermaßen unterstützen dadurch ja und halt gerade auf der Konsole finde ich das sauer yeah. dass man das dann auch wirklich halt äh, ja du kannst es direkt hochladen oder halt mal eben direkt ausprobieren die haben ja auch ähm, einmal gezeigt so ein kurzes Jump-In-Segment äh, wenn Rüstung aufgehoben wird erscheint dieser Dämon direkt vor einem und das war halt hin hingehauen Knopf gedrückt mhm. und bis im Spieltest ist es aus also wenn das echt so smooth läuft auch auf den Konsolen Saugeil. Hm. Gab es eine Release-Date eigentlich? Äh, ja, Frühling 2016. Hm. Hm. Und keine, keine Exklusivität aber, äh, erscheint auf allen Konsolen und auf PC. Also natürlich hm. außer Wii U. Schade. Aber das muss man ja heutzutage nicht mehr dazu sagen. Das, nee. ist, ja, das ist doch die einzige Plattform, auf der ich das Spiel weil Wobei, wobei heutzutage klingt, als wäre das mal anders gewesen. Ja, ja in, gut, in den ersten zwei Wochen nach Launch. Ja, da war es noch ein bisschen anders. Ja, da hätte es aber dann ein Remake von Doom 2 gegeben. Mit Tablet-Steuerung. Aber es hätte geruckelt. Ja, dann kam eine kurze Ankündigung. Also, Bethesda hat jetzt ihre ganzen Webseiten und so weiter verbunden über Bethesda.net. Ach Und dann halt ein übergreifendes Supportsystem erschaffen mit übergreifender Community, nicht einzelner Community für alle Spiele. Ist eine gute Idee, wurde auch mal Zeit. Also Zentralisierung von Webseiten. Ist ja, im Grunde ist Idee. es nichts anderes als Uplay und Origin. Ja, also oder? Mal, mal schauen. Also Sie haben jetzt ja nichts dazu gesagt, inwieweit das in Spiele eingebunden wird oder sonstiges. Das ist ja jetzt eher, sah mir eher aus wie wirklich so, okay, wir haben jetzt eigentlich 20 verschiedene Webseiten für einzelne Spiele. Komm, lass das alles unter einen Hut bringen. Ja, gut, das war einfach. Das ja, war aber einfach auch eine irgendwie cool Idee, seltsam für eine sagen. Pressekonferenz, oder? Ja, das, war ein bisschen, das hätte man nicht erwähnen müssen, aber gut. Jetzt, jetzt haben wir hier unseren Webdesigner. Ja, unsere tolle neue Homepage, auf der könnt ihr alles machen, was wir vorher auf unseren 20 tollen Homepages gemacht haben. Deswegen, ich habe auch ja, eigentlich erwartet, das heißt. dass sie noch irgendwas dazu sagen, was da jetzt der große Vorteil ist, außer die ganze Community ist jetzt unter einem Hut. Aber ja gut, mal schauen. Ähm, dann kam das 2015 erscheinende Battlecry. Äh, geht mir persönlich absolut am Arsch vorbei. Sieht auch ziemlich langweilig mhm, aus, ja. finde ich. Es ist ein rein St Multiplayer. Sah äh, aus wie ein Standard MOBA irgendwie. Also. Ja, es ist ja, es ist ja eher so ein Team Fortress-Ding, soweit ich verstanden habe. Sah aus wie das Standard Team Fortress-Ding. Ja. Nur halt mit, äh, ja, im Endeffekt ähnliche Klassen, aber halt. Ähm, <laughs> Vor allen Dingen, es, es wurden, glaube ich, in, auf der ganzen E3 zwei oder drei solche Spiele vorgestellt, deswegen verlagern äh, sich meine Erinnerungen. Ja, aber. <laughs> Ja, ah, genau, Colorful und Close Combat. Dann war das das Ding, wo man so ein bisschen äh, steampunkige Charaktere hat und die haben dann jetzt auch irgendwelche Rass äh, äh, Klassen vorgestellt und so weiter, die halt sehr auf Close Combat gehen. Und ja, das ist auch das Festige, was ich dazu habe. Es wirkte für mich persönlich ziemlich langweilig. Ja, es so. war. Ja, 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 Das war ja, langweilig. Ne? Es, ich <laughs> fällt auch nichts dazu ein, weil ich ich, ich habe die Bilder noch im Kopf, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil es sieht halt wirklich 0815 aus, finde ich. Ich habe ja. die Bilder im Kopf. Ja, aber ja, ich also denke ich, ich denk halt, das ist auch ein Genre, was die was sich einzigartig im Gameplay quasi auszeichnet. Also, wenn du das nur zeigst, dann ja. sieht es, glaube ich, alles eh gleich aus. Ja, das Deswegen. ist, glaube ich, das Problem. Das wird es nicht. Nicht Battlecry. Battlecry sah so nur nach 15 aus, dass ich mir schon vorstellen kann, dass das Gameplay. Das Gameplay nicht so Das Gameplay ist jetzt schon vom Zugucken langweilig. Ja, ich weiß nicht. Ja, das ist halt so die Sache. Das ist eigentlich. Eigentlich war ja diese kurze Präsentation dazu gedacht, um Leute dazu zu bringen, für die Beta mhm. äh, sich anzumelden, aber das ist so... Hm. Nee, keine Lust. Wieso? Aber gut. Oh, na ja. Mal schauen, vielleicht zeigen sie es ja in der Zukunft, vielleicht wird es ja doch irgendwie interessant, egal. Ähm, ja, danach kam äh, das Honor 2, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich habe es eigentlich nicht erwartet. Nicht? Nee. Ich meine, es ist schon vor zwei Jahren das Bild aufgetaucht von der Präsentation, aber okay. Okay. Ja gut, das wusste ich nicht. Ähm, diesmal wird man, was ich sehr cool finde, Emily cordwin äh, spielen können, ähm, die man ja im ersten Teil gerettet hat. Das ist das kleine Mädchen gewesen, also halt gut, was ein Jahr später. Wie äh, dann spielt das denn nach dem ersten Teil? Ja. Natürlich. Ja, aber wie lang, meine Ach so, ich weiß, äh, also wenn ich bedenke, ich glaube, im ersten Teil Emily Caldwin war so irgendwas zwischen ja, so ein kleines Mädchen, 9 oder? und 11. Ach, nee, ich würde sogar fast schon sagen, so 12-13. Ja, so 12-13. Und ja. da sieht sie halt aus so, also jetzt in Dishonored 2 so wie mindestens 19 würde ich sagen. Ja, würde ich auch geschätzt jetzt. Also. Aber, aber jetzt bin ich gespannt, wie Sie das einbetten, weil eigentlich haben wir ja schon am Ende vom ersten Teil dafür gesorgt, dass alles gut ist. Oder halt alles scheiße, je nachdem. Ja, jetzt aber, ist äh, jetzt ist halt wirklich so die. Sie, äh, vom, vom Erzählstil her äh, wird ja direkt klar, dass sie auch jetzt Kräfte von diesem Unbekannten, von diesem mhm, Outsider, äh, Outsider ja. bekommen hat. Ähm, und äh, die Frage ist halt wirklich auf der einen Seite: ja, wie wurde sie vom Thron gestoßen? Weil sie ist ja die dementsprechend die Königserbin gewesen. Mhm. Mhm. Ähm, und da ist ja jetzt dieser neue Typ an Macht geraten. Also wahrscheinlich gab es äh, einen politischen Putsch aber spielt das nicht das spielt doch in Indien oder also, nee das spielt äh, das spielt in einem Teil des Imperiums äh, ja. der aber ja gut nicht Indien aber so ein so ein äh, Äquivalent dazu. Küstenstaat es sah aus wie irgendwas indisches fand okay. ich irgendwie fand ich jetzt nicht mal gut aber halt so ein Küstenstaat und äh, ja mal schauen wie das jetzt da reinspielen wird was ich sehr cool fand dass äh, das am Ende noch gezeigt wurde hey man wird äh, auch Corvo spielen können Mhm. Äh, und halt dementsprechend auch beide sehr unterschiedliche ähm, äh, Skillsets. Also da bin ich auch gespannt, okay, wie weit das Okay, also, also das ist jetzt nicht einfach nur gender swapped Faceplate quasi. Also das ist schon, das finde ich gut. Ja. gut. Also es ist halt wirklich, äh, was, man, was man jetzt bei Emily gesehen hat, dass sie halt so einen so Shadow-Arm hat, quasi, mit dem sie sich zum Beispiel <laughs> über Distanzen äh, <laughs> Ziehen kann. Warum sagen wir es einfach, es ist ein Tentakel? Das ist, ja. Der erste Gedanke, den ich bei dem, äh, als sie das gemacht hat, hatte, war: oh cool, Venom. Ja, ja oder Darkness. Venom, volle Kanne. Darkness volle dachte volle Kanne. ich eher. Ja. Oder so, ja. Ähm, ich dachte Tentakelmonster. <laughs> ja, nee, das, das fand ich super. Sie haben leider nicht groß mehr gesagt, also ich bin da jetzt gespannt, ähm, was da ja jetzt an Infos auf dem Showfloor gesagt, bzw gezeigt wurden. Ähm, und ja, kein Release-Date bislang. Mhm. Ähm, ja, sonst sich ruhig Zeit lassen. Ganz ja, ja finde ich, find ich auch. Ich, also ich, ich, ich finde das on 1 fand ich echt nett, aber äh, es, es hätte auch noch viel geiler sein können. Genau, es hatte mir, hier und da ein paar Schönheitsfehler, aber es war dieses, es war so dieses typische. Ja, der erste Teil war gut, ich freue mich auf den zweiten. Ne? Ja. Das, der erste Teil war das bessere Thief, fand ich. Das ja, ist, ja äh, definitiv. Oh, ich habe ja, äh, hab ja eine PS3 und da gab es äh, Thief kostenlos in, einer der ersten, in einem der ersten Monate. Ich glaube Dezember Januar so die Ecke und ich habe es äh, durchgespielt und ja es ist das Gameplay macht Spaß aber die Story ist halt absoluter Scheiß ja die Story ist nicht existent quasi Das ja, Gameplay nee, weil, war das, echt das gut aber die das Story das, war das, halt das scheiße Problem bei Thief halt also dass es drei Stories waren die in eine irgendwie zusammengemuxt wurden ja. und wo nichts mehr irgendwie Sinn hat ja. gibt's momentan ich übrigens also. bei Xbox Live umsonst echt ja also, ich ja, sag mal, alles. alleine wegen dem Gameplay, also wenn man es äh, auf äh, niemanden töten und niemals gesehen werden spielt, genau, ist, auf schwerstem halt. Schwierigkeitsgrad, ist es echt geil. Ja, auf jeden Fall. Deswegen deswegen allein empfehlenswert. Aber, ähm, ja, danach kam, ja, ich ja, sag Moment, mal, jetzt Moment, wir sind ja, hm? sind wir schon fertig mit Dishonored? Also, oder? ja, so, sorry. Wollt ihr noch irgendwas sagen zu Dishonored? Ich, warte, warte. Oder wolltest du wollte jetzt mit, mit Dishonored weitermachen oder mit was anderem? Nee, ich wollte jetzt weiterhüpfen, eigentlich. Weil, weil also, sie haben ja auch noch die Definitive Edition angekündigt. Oh, stimmt! Das, ja, genau, das HD-Upgrade von Dishonored 1, ne? Genau, kommt für PC, Xbox One und Playstation 4 und zwar in diesem Sommer. Mhm. Und ist halt die definitive Version. Ja, <laughs> ja mit, mit allen Add-ons und so weiter, ne? Also, ähm, ich denke mal, dann wird Dishonored spätestens, äh, frühestens im Winter... Jahres kommen deswegen, also das ist auch nur zweimal nicht. Ja, es wird, ich hoffe wirklich, dass es nicht dieses Jahr rauskommt. Ja, ich auch. Ja, wäre zu früh irgendwie. Also, ich würde fast schon sagen, erstes Quartal nächstes Jahr wäre mir auch noch zu früh. So ab zweiten Quartal ist es kein Ding, aber ich sag mal so: es ist, ähm, es ist auf jeden Fall ein kreatives Studio. Die Leute, die das 101 gespielt haben, wissen das. Ähm, insofern, ich habe da schon Vertrauen, dass es ein sehr guter zweiter Teil sein wird und sie sollen es halt nicht übereilen. Mhm. Aber ich denke mal, die ganze Industrie hat aus Ubisofts Fehlern gelernt, insofern. Eilen. Habt ihr eigentlich den, Kommentar von, in, ihr den Kommentar von den Kommentar Sakijin gelesen zu dem Spiel? Nee, ich folge der Frau nicht. <laughs> Ich will jetzt die Diskussion nicht aufmachen, ehrlich Was hat gesagt. Sie denn gesagt? Sie hat sie gesagt? Sagst doch Nee, wir, wir müssen es ja nicht diskutieren, du kannst es ja einfach ja, nur sagen. okay, äh, sie hat halt gemeint, so wegen, ist super, dass es ein, dass Emily, dass man Emily spielen kann, aber Bethesda hat halt bewiesen, dass, äh, zeigt gerade, dass sie dadurch, dass man eben auch Corvo nochmal spielen kann, dass sie nicht den Mumm haben, na, einfach nur einen Frauencharakter. Äh, ja, wie war. gesagt, das hatte ich dir auch damals, ge letztens, ge das das ist gesehen, echt ich so gesagt, äh, Nee, dann will sie das genau falsche. Ja. Ja, genau das. Dann will sie ins andere Extrem gehen, was auch Kacke ist. Ja. Uh, und ich würde auch sagen, dass wir dann hier die, die, diese ja. Diskussion. Ja, ja, genau. Die so. vertagen wir ja. auf den nächsten Pre-Talk. Ja. zum. Jetzt kommt ja doch der, der schöne Punkt, ne? Nee, noch nicht. Nicht? War noch was? Nee, Ach, es gab oh ja, der schlechte äh, noch zwei Punkt. Sachen. Der schlechte Punkt hat noch. Ähm, und zwar so ein bisschen das, äh, das Kind. Bethesda, äh, beziehungsweise von Zenimax Online, dass äh, man eigentlich so ein bisschen mag, aber das eigentlich absolut voll hässlich ist und äh, auch von diesem einem Typen, den man auch nicht so wirklich mag. Aber, aber oh. sind das nicht Kinder? Also, man mag sie, wenn es die eigenen sind, auch wenn sie hässlich sind? Ja, aber das ist ja so. <laughs> ich habe keine Ahnung. Beziehungen und so. Egal. <laughs> ja, Alters also äh, Cross Online. Ach so. Ach so und gut. zwar Tom, Tom wer, wer, Unlimited. Mag, wer mag das denn? Kein Mensch. Das ist ja, das. Cool. Es hat ja wohl so eine kleine Community und ganz es ehrlich ist, also keine ich, Ahnung wahrscheinlich jetzt sogar Arschkrebs eine kleine Community <laughs> ja also dass es eine Community hat das sagt nichts aus oh Gott. Ähm, also ich habe auch in den letzten in den letzten ich sag mal so eineinhalb Wochen einen ultimativen Hass auf Time Real Unlimited entwickelt wie gespielt oder wie nee aber YouTube äh, ich habe ja die Ads bei YouTube an ähm, und es laufen unter anderem Ads zu Time Real Unlimited und das sind halt nicht irgendwelche 10, 50 Sekunden Werbe-Ads, ja. sondern zwei bis fünf Minuten. <laughs> Und auch wenn ich die Website aktualisiere, kommt nochmal derselbe Ad. Das heißt, ich muss zwei bis fünf Minuten warten, bis ich mein Video angucken kann. Und es gab halt wirklich Nein, so diese eineinhalb kannst dann Wochen, nur wo. Du 15 Sekunden überspringen, weil so langsam. Nee, es gibt, es gibt Ads, die du nicht überspringen kannst. Und also dazu Bei mir kam das bisher noch nicht aus. Die einzigen, die ich überspringen kann, sind die, die als mit 20 Sekunden lang sind. Hm. Ja, dann sei froh, weil das war halt so eineinhalb Wochen lang. Fast bei jedem Video gab es halt dann... Hatten die da, die das oder so? also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man so fünf Minuten... Nee, nee, hat. es gibt ernsthaft Videos, die du nicht überspringen kannst. Teilweise sind es entweder solche äh, Sachen wie halt das, wenn dann halt die Firma viel Geld bezahlt, oder teilweise sind das auch... Also ich kenne äh, das halt wirklich nur bei Nee, nee. Krass. Ja, vielleicht ist das echt zum so YouTube-Update und wir sind einfach so glücklich und haben es bisher noch nicht. Ja, ja. das kann gut sein. Die versuchen ja, jetzt, mal, ähm, dass sie so... Alles zumuten können uns. Aber gut, es wurden halt, äh, soweit ich gesehen habe, zwei neue Realms angekündigt. Einmal das Fallen Capital, was ich cool finde. Also halt das, was man jetzt aus äh, Oblivion kennt: Capital of Tamriel und äh, Realm of the Orcs. Ja. Und ja, also mit diesen Worten würde ich dann auch die Diskussion über so also also die, abschließen. Die, die, äh, dieses Osinium, <laughs> also die Stadt der Orcs, glaube ich, ist das ja. Oder? Ja. Fand ich ganz cool, dass sie das jetzt eingebaut haben. Weil ich glaube, das kam auch noch in keinem Spiel vor soweit, oder? Ähm, also ich meine, dass man in einem der ersten Teile äh, Elder Scrolls im Süden war. Also im Land, äh, wo die äh, Exen herkommen. Aber ja. ich glaube, in dem Gebiet, wo die Orks herkommen, war man bislang noch nicht. Mhm. In einem Land vor unserer Zeit. Wie sind die Exen nochmal? In ja, einem Land before time. Aber es ist halt Elder Scrolls und irgendwie, ich glaube, das Ding können sie eh nicht mehr retten. Also, ja, das wird halt jetzt... Max so wollte Blizzard sein, aber nein. Dann waren sie ja. nur... Zenimax. Ja, das ist, das ist halt das Problem. Du kannst halt ein Spiel, in dem du der eine Retter der Welt bist, ja, nicht 500 Millionen andere einer Retter der Welt haben. Mit denen du allen gleichzeitig startest. Ja. Vor allem meiner Meinung nach wow. liegt es aber auch daran, dass diese ganzen Online-Rollenspiele sich viel zu sehr ähneln. Es fällt halt alles mehr oder weniger in diese dieses WOW-Schema, aber irgendwie Ja, so aber die Sache ist halt die, dass, dass Elder Scrolls online die Chance gehabt hätte, sich äh, da rauszustechen. Ja. Ja, ja, also wenn, ja, wenn, man, wenn man Floß und meine Kommentare von damals von der Gamescom bedenkt, wo wir das angespielt hatten, wir waren beide super gehypt drauf, wir haben ja. beide direkt gemeint, ja, wir wollen uns das holen und zusammen zocken. Und, und dann, dann hat man die Beta gespielt und das war so. Mir äh. hat wirklich, wirklich dieses Beta-Wochenende das eine hat mir gereicht. Also, ja, ja, mir auch. Weil es ist schon cool, das zu spielen, aber es ist uncool, das so zu spielen. Ja. Und WoW, klar, die sehen sich alle ähnlich, aber WoW macht halt auch viel richtig. Und sich daran zu orientieren, ist, finde ich nicht verkehrt. Ja. Ähm, ja, aber wenn, aber das, ist halt, die, die, das dann war ja über die letzten Jahre das Problem. Jeder orientiert sich an WoW, statt ja. einfach irgendwas eigenes zu machen und das dann zu wagen und alles geht unter. Und das Problem ist, bei, was Elder Scrolls hat, ist halt zum einen die Story. Du bist der Auserwählte, aber alle anderen Spieler sind halt auch der Auserwählte oder ja. die Auserwählte. Und das bringt es dann viel halt Auserwählterer nicht. ist klingt Destiny. voll wie Destiny. <lacht> <lacht> ja, nur dass es anscheinend eine Story hat. <laughs> die auch erzählt wird. Ähm. <laughs> um, ja und dann kommt noch dazu du hast diese Mega Server wo du zwar mit Freunden spielen könntest wenn sie denn auf dem gleichen Teil des Mega Servers sind wie du also ja. siehst du die nicht auf deinem Server und da ja, das ist alles ganz merkwürdig gewesen und ich weiß nicht was sie da jetzt alles schon gefixt haben ob die Konsolenversion jetzt eventuell besser ist aber ich habe auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Ja, das ist so dieses typische, der erste Eindruck war scheiße und man hat einfach keine Lust. Dann, haben dann sie hatten auch keinen, Bo keinen Bock mehr wieder reinzukommen, wenn alle anderen eh schon so weit sind. Dann genau haben sie das. halt noch das komplette Zahlungsmodell haben sie verkackt. Du zahlst fürs Spiel, du musst subscriben und äh, da war noch gibt äh, Microtransactions. Die ja, haben dann einfach wurde es alles ja free rein, to play oder? und alles. Da ja. eine Menge Geld zusammen. Ja, ich, wir sollten jetzt auch nicht mehr so uns... Nee. Grad auf nee. ja, ich glaube, wir haben da aber auch schon vorher mal drüber diskutiert. Ja. Ich, das ist immer so. Aber Elder Scrolls, das war ja nicht das Einzige, was sie gezeigt haben. Sie haben ja... Sie wollen ja noch mehr wie Blizzard sein, deswegen haben sie jetzt auch ein Kartenspiel gemacht. Ja, Elder Scrolls Legends 2015, Strategic Card Game, Free-to-Play auf dem PC PC und iPad. Ähm, ich sag's mal so... Ähm, es, es gibt eh, es gab Vor und nach Hearthstone ja. so einige Strategic Card Games. Also Hearthstone war da jetzt nicht das erste, insofern würde ich auch das gar ist nur nicht das sagen. erfolgreichste. Von, eines der erfolgreichsten. Ja. ja. Aber schlicht und einfach, weil es Blizzard ist und die halt dementsprechend die Fanbase haben. Na klar. Ähm, Scrolls soll doch ganz gut sein, habe ich gehört. Genau, Scrolls soll gut sein, Hands of Fate soll gut sein. Um, und ja, also ich finde es ich find's eine gute Idee, da jetzt auch mit dem Strategic Card raus äh, einzusteigen. Äh, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Hearthstone ist ganz lustig, das spiele ich mal so einmal die Woche. Äh, und ja, mal schauen, was draus wird. Release-Zeit 2015, also noch kein festes Datum. Insofern mal schauen, was es sein wird. Schauen wir mal. So, äh, ja, darf ich jetzt meinen Penis rausholen und exzessiv masturbieren? Ja. Okay. Äh, ja, erstmal waren sie Arschlöcher und haben gemeint, ja, wir sind jetzt fertig, bla bla bla. Und ernsthaft der ganze Saal, buh, weil ich es sehr schön fand. Und ich so, was? Ja, wieso denn? Was ist denn los? Also, dieses typische. Boah, äh oh, das war so schlechte Schauspieler, ey. Ja, aber das war halt so Necken und Trizen. Ja. Und dann halt, oh, ja, stimmt, wir haben ja noch Fallout 4. <laughs> mhm. äh, und ja, dann hat halt der ganze Kinosaal den Penis rausgeholt, auch die Frauen, und hat exzessiv masturbiert. Ähm, ja, also. So, war das in die Hand Bevor du anfängst, darf ich kurz sagen, den ersten Trailer fand ich langweilig. Ja, aber die, äh, die Präsentation hat mich jetzt gehuckt. Also, ich bin jetzt dabei. Ich bin jetzt auf jeden Fall dabei. Auch der Typ, der dann äh, die Präsentation gehalten hat. Super cooler Typ. Ja. Also, so charismatisch, so lustig, saugeil. Beste Person, die man da hätte hinstellen ja. können dafür. Ähm, angefangen haben sie mit Concept Art, was mich schon absolut äh hippelig gemacht hat, weil man halt dann so Sachen gesehen hat wie ähm, äh, ein Moor oder halt die Küste, weil Boston ist eine Küstenstadt. Und das, das finde ich super geil, weil das halt wieder. Fallout 3 war DC, das war industriell, dort ein bisschen, äh, äh, Wüstenlandschaft drin, beziehungsweise halt äh, nicht wirklich Füße, sondern halt einfach Einöde. Du hast große Städte, als so Labyrinthmäßig fast schon, das war ganz cool. Ähm, Fallout New Vegas hatte dann dementsprechend die Wüste, wie gerade schon gemeint, äh, hatte halt dieses Pseudo-Vegas. Ähm, und bei beiden, äh, beide waren sehr geil, aber ein äh, bisschen zu ähnlich. Und jetzt hauen sie halt eine Küstenstadt raus. Du hast das Meer, du hast Moor, und das ist halt, ist, äh, du hast Grünflächen. Ähm, richtig geil. Also allein von der Atmosphäre halt und von der ähm, allgemeinen so, man, man kriegt Also beziehungsweise ich habe schon alleine bei den Konzept da schon so ein ähnliches, aber ganz anderes Feeling bekommen. So, oh ja, das ist eine ganz neue Gegend mit ganz neuen Sachen und das will ich und Für mich sah es immer noch ein bisschen aus wie Fallout 3. Fand ich jetzt nicht gut. Ich meine, ich mein, Postapokalypsis Wasteland. Aber ich, das war jetzt nicht so negativ gemeint, wie so. es klang, aber. Okay. Ich dachte immer noch so, ja, Fallout 3 aber jetzt halt schöner. Hm. Ähm. Warte, das kam erst viel später. So, ähm, was ich auch cool fand, ist, dass sie das aufgegriffen haben, was im Trailer schon gezeigt wurde. Also das Spiel selbst fängt vor dem Krieg an. Äh, dort ist dann auch die Charaktererschaffung Und, und die war äh, die geil. Die war so großartig. Leck mich am Arsch, war die geil. Es ist halt wirklich, man, man ist mit, mit, äh, mit seiner Frau zusammen zu Hause und es ist Morgens, man ist gerade aufgestanden und geht halt zusammen ins Badezimmer und halt an den Spiegel. Und da ist die Charaktererschaffung. Und das ist nicht das, was man früher hatte, irgendwelche Slider und Nummern Nein. austauschen für verschiedene Nasen, sondern du kannst halt wirklich sculpten. Also du suchst den Teil des Gesichts aus und sculptest den, machst den länger, breiter, das was war auch das immer. Bei Scrolls bei, bei, äh, äh, auch immer so. Das hm. klingt jetzt auch nicht nach so einer neuen Erfindung. Nee. Ja, aber es ist äh, Hat mehr dann free immer Irgendwelche Mutanten erschaffen, die komplett scheiße aussehen. Ja, aber das ist halt so die Sache. Früher war das einfach nur Slider. Genau. Hast du Frage gesagt, okay, ist, die, das ist es besser als Saints Row? Ich denke nicht. Doch. Ja, gut. Ja, gut. Abgesehen <laughs> also ja. von dem Crotch-Ding. Kann ich eine, äh, eine, eine fette schwarze Frau sein? Leider, nein. Also es ist nicht besser als Saints Row, Ende. Moment, das weißt du ja nicht. Aber es ist halt, es ist mehr, es ist intuitiver und man hat auf jeden Fall eher das Gefühl, dass man äh, das kontrolliert, als dass man jetzt einfach nur eine Nummer ändert. Das meine ich. Ja, okay. und, ähm, mh, genau, und Man geht halt ja, direkt auf das Gesicht und äh, sucht sich den Teil aus. Also früher bei Elder Sports war es auch so, dass du den Nasenslider hast, den Wangslider ja. hast. Da musst du halt gucken, wie du das da richtig einstellst. Erstmal überhaupt rausfinden, was sich ändert, wenn man da genau. was macht. Und ich finde es halt perfekt integriert, einfach schon ins Spiel, diesen Charakter ja. zu erstellen. So geil. Äh, und halt auch, de auch dementsprechend, wenn man, wenn man als äh, Mann ins, äh, das Menü verlässt, spielt man diesen Charakter. Wenn man als Frau das Menü verlässt, spielt man genau. diesen Charakter. Man kann nämlich Weil auch die Frau spielen. Ja. Ähm, was ich sehr geil fand. Und. Ja, im Allgemeinen, also sie sieht sehr, sehr hübsch aus, sehr colorful. Es ist so dieses typische, das, was man, äh, im Endeffekt, das, was man so immer erwartet hat, wie die Welt vorher aussah. Und es geht halt dann auch dementsprechend wirklich, man, äh, man äh, meldet sich an für dieses Vault-Projekt. Zum Glück noch, denn äh, <laughs> einige Minuten später. Ist es ist eigentlich schon echt äh, so, ein, so ein Trope im Grunde. Ja. Und ja, Bam, der Krieg bricht aus und man geht halt äh, in den Vault rein. Genau. Und was im Vault passiert, das wurde jetzt nicht gesagt, aber man wacht auf jeden Fall 200 Jahre später auf, alleine. Genau. Was interessant ist. Aber man muss halt, ja. äh, als beim, wenn man für den Vault da unterschreibt, ist das quasi auch noch, das gehört auch noch zur Charaktererstellung. Genau. Äh, weil die wollen halt so halt die, die eigenen an, Werte ja. wissen und so weiter. Da kann man dann halt die äh, Special-Sachen auswählen. Und, Tragen Sie äh, bitte ein, wie viel Intelligenz haben Sie? Bei <laughs> der Skala von 1 bis 10. Das war eigentlich voll lustig, was er dann halt äh, was da halt eingetragen wurde. Und er halt, ja, hier und das und jenes, bisschen weniger Intelligenz, 10 Glück. Das, <laughs> da war dann auch erstmal der Saal so ein bisschen hehehe. <laughs> <laughs> also das ist schon cool, weil vor allem der, der Vault-Typ redet halt noch und er schlägt ihm halt die Tür vor die Nase zu. <laughs> also der Humor ist perfekt. Ah, ähm, oh, sehr schön. Er hat auch noch, man hat ja auch ein Kind am Anfang. Ja. Das Kind wird auch äh, anhand dessen generiert, ähm, wie man die beiden Charaktere erstellt. Mhm. Was ich auch gut fand. Ähm, ja. Und so die, die ersten Binder von, ähm, von der Landschaft, wie sie war, nachdem man halt aufgewacht ist. Und das fand ich. In dem Zusammenhang fand ich es halt richtig geil, dass man die Welt vorher sieht, weil du hast dann halt, du kommst aus dem Wald raus und du hast den direkten Kontrast und ja. du siehst halt, das ist halt also auf einen Hügel und du kannst halt diesen Hügel runtergucken und du weißt vor so und so vielen Minuten sah das so aus und jetzt nach dem Krieg 200 Jahre später so krass hat sich's verändert. Das fand ich, also in dem Sinne fand ich sehr sehr geil, dass sie halt das gemacht haben, dass man's vorher sieht. Ähm, ja, und danach ging es halt so langsam in, äh, in die Features rein. Ähm, zum Beispiel, und halt teilweise sind da wirklich Sachen drin, die sind fucking mindblowing. Layered Armor. Also man kann, äh, sage ich mal, man kann seine Stoffklamotten äh, haben und darüber halt eine andere Rüstung. Ähm, der Pitboy wurde ein bisschen überarbeitet. Jetzt kann man halt so Kassetten finden mit Minigames, was ganz lustig ja. ist, ein kleines äh, Side-Feature. Uh, man kann uh, man kann Rüstung und Waffen modifizieren. Und zwar aber, extrem. Also die Waffe, ey. die sie da modifiziert haben, es war, ich glaube, am Anfang war das so eine kleine Handfeuerwaffe, so eine Pistole, ja. und er hat halt einfach mal so ein etwas komplett anderes draus gemacht. Und das Großartige im Zusammenhang damit ist auch einfach um, in Fallout 3 und Fallout New Vegas war halt immer so die Sache: Du hast unglaublich viele Items in der Welt verteilt, genauso wie in äh, Oblivion und äh, Skyrim, aber mit den meisten konntest du halt nichts anfangen. Das war halt einfach nur, dass existierte und fertig ist. Theoretisch konntest du es aufsammeln und dann halt für einen Kronkorken oder so verkaufen, wenn überhaupt, aber ja. Und jetzt ist es halt wirklich so: ähm, Für das Modden braucht man halt bestimmte Sachen: Man braucht Metall, Schrauben, mhm. Glas, Plastik und die findest du in diesen random Items. Und kannst dann halt dementsprechend mit diesen random Items ähm, deine Waffen und deine Rüstung aufbessern. Das ist saugeil. Also sie haben auch gemeint, es gibt keinen einzigen Gegenstand in dieser Welt, der, äh, that has no purpose. Mhm. Das finde ich fucking großartig. Ähm, sie haben ganz kurz gezeigt, wie man äh, so eine Power Armor modifizieren kann, was ich auch saugeil finde. Ich hoffe, es, es ist nicht nur auf Power Armor bezogen, das Modifizieren, sondern halt auf alle möglichen Verschiedene Rüstungen, Kleidung. Das finde ich geil. Ähm, ja, und äh, dann haben sie etwas gezeigt, wo ich jetzt seit Tagen darauf gewartet habe, es vorzubestellen. Und das jetzt auch getan habe. Den Hund! <laughs> oh, stimmt, Hund. Man, also, man hat die Möglichkeit, sehr früh den Hund äh, auch zu treffen, was ich cool fand. Und ähm, man kann ihm Befehle geben und er kämpft auch ordentlich mit und ja. alles. Der Hund das ist fand cool, ich aber geil. ich finde ihn immer noch zu unwirklich in der Welt irgendwie. Ja, äh, was, was ich strange fand, ist, wie sauber er aussah. Ich fand strange, wie er sich bewegt teilweise, aber gut. Ja, das sah echt ein bisschen abgehackt aus. Ah, okay. Also, ich, gut. genau, und das, das macht es für mich halt wieder, das, das holt mich wieder raus ein bisschen, aber ansonsten, der, wie der Hund integriert ist, finde ich okay. Mhm. Ähm, dass er halt mitkämpft und auch die Gegner angreift und alles. Hm. Ja, oh. und nee, aber das haben sie echt nur gemacht, weil alle Dogmeat geliebt haben und alle hätten sich aufgeregt, wenn es keinen Sidekick wie Dogmeat gegeben hätte. Ja, voll, und es ist ja nicht so, Dogmeat war ja jetzt kein neues Ding in Fallout 3, sondern gibt es halt seit mindestens Fallout 2, meine ich. Okay, da habe ich keine Ahnung. Also, der Dogmeat ist schon was älter. Äh, wobei ich aber auch sagen muss, ich habe Fallout 3 durchgespielt, ohne Dogmeat zu treffen. Was? Ja, ich, bin, ja, ich bin niemals dieses, zu diesem spiel gegangen. kannst du dieses Spiel genossen haben. <laughs> ohne dieses glorreiche Geschöpf an einer Seite gehabt. Zu ich hab habe noch nie ein Fallout gespielt. Dann sollst du tun. Ja, mache ich ja damit. Dreier Spielern. ist echt saugeil. Ähm, und äh, ja, genau, sie haben dann halt die Collect Edition von Fallout 4 vorgestellt. <laughs> und meinten da, also er, das Ganze hat angefangen mit: "Ach ja, so nebenbei, wir haben diesen Pipboy auch in echt." Und die <laughs> ja. Leute so: "Oh, cool, cool." Ja, und den könnt ihr kaufen und alle so: wow! Ähm, und auch und benutzen es ist, Ja, und auch benutzen. Es ist halt wirklich ein Pitboy, den kann man sich auf den Arm knallen und äh, kann den öffnen und sein Handy reinhauen. Und dann wird es auch eine äh, Second Screen-App geben, wo man dann quasi äh, das Menü, das In-game-Menü, äh, das Pitboy-Menü wirklich dann auf dem Handy hat. Die App ist selbstverständlich kostenlos. Und er meinte dann schon so, ähm, ja, ich weiß, äh, so Second Screen-Zeug ist absoluter Bullshit aber ernsthaft Leute, das ist der coolste absolute Bullshit, den ihr jemals gesehen habt so nach ja, ja. und ist es, es ist so geil. Ähm, ich bin, ich habe echt so eine direkt nach der Confi habe ich Amazon aufgeschmissen und halt Fallout 4 und das dann jede Stunde aktualisiert, damit ich es vorbestellen kann. Ich habe so Bock und äh, zu cosplayen nächstes Jahr auf der Gamescom oder irgendwann früher. Ah, oh, es ist so cool. Es ist klar, es ist absoluter Second Screen Bullshit, aber es ist genau wie ihr sagt, es ist der geilste sexy Street Bullshit ever. <laughs> um, was habe ich hier noch? Genau, wo wir gerade bei Armor Modifying waren, um, man hat die Möglichkeit, die Welt wieder aufzubauen, so nach dem Motto. Es wird Siedlungen geben. Ja, es äh, gibt so Häuser, glaube ich, die man aufbauen kann oder so. Eine ne, ganze Siedlung, so kleine oh, Siedlungen. Okay. Also du kannst halt, äh, du kannst ein Haus für dich quasi bauen mhm. und die anderen Häuser können dann bewohnt werden und du kannst dann auch Stalls aufstellen für Händler, äh, dann dementsprechend auch Verteidigung und so weiter. Also so wie es aussieht, kannst du echt so kleine Siedlungen aufbauen, soweit ich das verstanden habe. Okay. Und dann halt äh, auch an verschiedenen Orten throughout Boston ähm, oder Boston Area. Ähm, und dann halt dementsprechend dann auch dann Kar äh, Karawanen zwischen diesen hin und her ziehen lassen, dass du dann halt eigentlich so ein cooles Handel und äh, Secondary Objective-Feeling hast. Also finde ich eine geile Idee. Pff, das war doch schon bei Terranigma. Alles fake, <laughs> alles geklaut. <laughs> ähm, und ich werde wahrscheinlich viel zu viel Zeit damit verbringen, meine einzelnen Siedlungen zu thematisieren. Aber ich, ich finde es saugeil. Es ist halt wieder so ein, äh, so ein Ding, ähm, äh, wahrscheinlich so nach dem Motto, ja gut, ich habe jetzt all diese Ressourcen, äh, was kann ich damit machen? Cool, ich kann was saugeiles damit machen. Weil das war halt auch so ein Ding, ähm, Oblivion, Skyrim, Morrowind, äh, Fallout 3, Fallout New Vegas. Irgendwann mal hat man halt so diesen Punkt erreicht, wo man eigentlich eine riesige Sammlung an Zeug hat und man hat sau viele Ressourcen, aber man hat eigentlich so keine Ahnung, was man jetzt noch damit machen kann. Und dafür finde ich es geil, halt, dass, äh, dass es dieses Siedlungs- oder Hausfeature gibt. Mhm. Äh, und halt auch pervers customizable. Ja, kannst halt wirklich alles Mögliche machen und äh, alles Mögliche da reinbauen und äh, mind blown einfach nur. Und auch diese alles was elektronisch ist, kannst du halt über diesen, kannst Ach, du halt genau. auch programmieren die Lichter und alles. Ja, du kannst einen Generator aufbauen und halt so kleine Lichtpanels. Da haben sie dann auch gezeigt, dass sie an dem Haus so ein äh, Pixel Art äh, Fallout Boy hatten, so ein pip Boy. Ähm, Ah, nee, Fallout Boy heißt er, genau. Ähm, auch sehr geil. Also da, ich glaube, ich glaub, da werden einige Leute so ein bisschen Minecraft-Feeling bekommen. Also ich äh, gehe davon aus, dass wir in Zukunft ganz viel Pixel Art sehen werden aus Fallout 4. <laughs> ähm, mal schauen. Uh, und ja, es ist, es sieht fucking großartig aus und uh, ich bin absolut fickrig darauf, dieses Spiel zu spielen. Und das Geile ist auch noch, es wurde schon vor Wochen spekuliert, dass es entweder uh, Anfang nächsten Jahres oder im November diesen Jahres rauskommt. Und bam, 10. November 2015. Mhm. Uh, also bis dahin brauche ich eine PS4. <laughs> oder ein PC. Nee. Am Ende läuft das dann nicht. Die falsche <laughs> Grafikkarte habe oder sowas. Um Gottes Willen. Dann kannst du halt ähm, ja. nur Fallout Shelter spielen. Ja. Genau, Fallout Shelter. Ähm, ein XCOM-SimCity-FTL-Spiel. Free to play für leider nur iOS. Ja, gut. Ähm, ja, gut. Was? Klingt, jetzt schon, klingt jetzt schon wie die Simpsons für Handy, also scheiße. Nee, äh. äh, nee, das klang ganz nett. <laughs> Es uh, hat, du baust halt deine eine, so This War of mine-mäßig, deine eigene, deinen eigenen Vault auf. Ja. Okay. Also ja. ich hab's. Ich hab's Im nächsten Spiel kurz... baust du Springfield auf. Ja, also ich, hab, ich hab's jetzt kurz, kurz angespielt und leider ruckelt es auf meinem iPod. Insofern. Ja. Ich kann's, also, ich versuch's mal anzuspielen in nächsten Tage. Wir, wir haben denselben, es wird wahrscheinlich auch bei dir ruckeln. Äh, ich habe ein iPhone 6, du Held. Warte, hast du in dir ein neues geholt? Nee. Ja. Das alte Ding von da. Warte, du hast dir ein neues geholt? Ich habe ein iPhone 4 und ein iPhone 6. Achso, okay, gut. Ich habe ein iPhone, äh, iPod 4 gedrinnt, Ding. Auf jeden Fall die 4 generation bla, keine Ahnung. Ich kann die eh kaum unterscheiden. Das ist ja äh, aber alles ja, alles gleiche. ja, es Ja, sieht eh alles gleich aus. Äh, Probier es mal aus. Also, ich finde es eigentlich ganz lustig. Die Grafik ist nice. Äh, das Tutorial ist kurz, knackig und ordentlich. Äh, aber viel weiter als das Tutorial konnte ich leider nicht spielen. Um, und ja, das wäre auf jeden Fall mein Senf erstmal zu Betester. Hat ah, der Tobak. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Ich werde es wohl endlich mal spielen dann. Also in Fallout. Das hoffe ich. Ja, du brauchst ja eh eine PS4 für die Division. Oh. <laughs> ich habe gestern ohne Witz mit, äh, mit Björn, aka, Speckops, äh. Noch eine, wir waren bei Domme und haben ein bisschen gezockt und äh, ich, als wir beide dann gegangen sind, saßen, standen wir ungefähr noch eine Stunde oder zwei Stunden draußen und haben noch gelabert. Ja, ist normal. Ähm, und sind dann halt auch alles durchgegangen, Vor- und Nachteile, also sich eine Konsole oder einen PC zu kaufen. Ach Gott. Der Klassiker. Und ich bin immer noch nicht weiter, ich bin immer noch nicht schlauer geworden. Ich glaube, ich kaufe eine Tja. Wii U und fertig. Das ist super. Xenoblade. So. Ähm, ja, also es wird nie im Leben auf einer Wii U laufen. Nee, ich rede jetzt Xenoblade Blade, deswegen. Ähm, ja, also ich habe, ich, ich war begeistert von der Präsentation, muss ich sagen. Das war tatsächlich ein mega guter Start, dass sie drei Wochen, in die drei Wochen jetzt, also gut ab, Bethesda. Ja. Und fürs erste Mal echt nicht schlecht, also ja auf jeden Fall deswegen ich meinte ja halt kurz knackig sie haben das gezeigt was sie zeigen wollten kein Bullshit die haben ey, original ich glaube das Fallout 4 Ding war wie lang war das Ey, Fallout 4 war locker 30, 15 Minuten, Minuten oder 20 oder vielleicht noch länger ja 20 30 so es hat glaube ich fast die Hälfte der Konfi eingenommen oder ja. so ja und der Todd Howard ist ein echt sympathischer Typ der kann und bringt das gut rüber und er hat halt nicht einfach nur das war schnörkellos mm. wie Doom <laughs> <laughs> und so schließt sich der Kreis. Und ja, Es gab halt einfach viel zu sagen darüber. Und er hat es halt wirklich alles runtergerattet. Also er hat es nicht runtergerattet, sondern er hat sich halt die Zeit genommen, so vorhin, ja, und das können wir machen und hier gibt es noch das. Und außerdem wollten wir das mal machen. Und am Bethesda-Konferenz ging los mit so einem Video, wo alle sagen so, ja, wir sind Gamer, wir mögen Videospiele. Wo ich mir dachte, von wegen, ja, seit zwei Jahren reden alle Leute immer, dass sie Videospiele mögen und trotzdem habe ich immer das Gefühl, sie hassen mich. Und bei Todd Howard hatte ich halt wirklich das Gefühl, der mag Videospiele und der spielt auch Videospiele. Mm. Der war halt wirklich mit Herzblut dabei und genau. das war halt so, ja, das ist mein Baby. Hier, guckt euch mein Baby an, ist es nicht wunderschön? Ja. Und das war echt gut. Ja. Mm. Das Honor 2 wird super wahrscheinlich. Also wenn sie sich die. Es wenn sie jetzt die Sachen überarbeitet haben, die im ersten eventuell ein bisschen mehr waren, mhm. dann wird das ein super Spiel. Ich bin gespannt, äh, wie das, wie sich das jetzt, äh, wie sie das machen mit dem, äh, wenn man tötet. Weil im Trailer wirkte das so, als hätte das jetzt schwerwiegendere Folgen als im ersten Teil. Ja. Äh, und es sah auch ekelhaft aus. <laughs> ähm. Um. Was, was mich am meisten juckt, ist halt, wie unterschiedlich wirklich äh, die Playstyles sind von den beiden Charakteren. Ja. Wobei Aber ich, das, das entscheidet dann für mich im Endeffekt auch darüber, ob ich es dann zweimal durchspiele. Ja. Ich denke mal, beide werden einigermaßen unterschiedliche Story haben. Das finde ich gut. Das wäre dann halt noch ein Incentive dafür. Weil anscheinend ist hier ähm, schon der, die Auserwählte während Corvo. Ja, Corvo ist halt ja. im Endeffekt so noch immer äh, halt diese Art von Bodyguard, ne? Genau. Und der Ziehvater so nach dem Motto. Ja, man kann gespannt sein. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht spiele ich auch mal ein Bethesda-Spiel. <laughs> Irgendwann mal. Ja, Fallout 4 sieht ganz nett aus. Nett. <laughs> <laughs> Oh. mich beleidigen oder was? Sag ja, mir das ins echt, Gesicht! Sieht echt, sieht echt ganz nett aus, doch, schön schon. Kann, man, kann, man, kann, man, Spiele. kann man spielen. Wenn es bestimmt zu so Doom pur ist. Ja. Ja. Brutal Doom ist das beste, Alter. Boom! <laughs> da frage ich die Leute weg mit der BFG. Bis, <laughs> das ist halt. Ich, ich, ich habe jetzt eigentlich. An der Wand hängt. Ich eigentlich was, schon was anderes von dir erwartet. So, da frage ich die Leute weg. Das, das ist doch, was die Jugend heutzutage sagt, <lacht> oder? <laughs> Na naja, gut. Ähm Sollen wir zu Ubisoft hüpfen? Ja, äh, mal EA war vorher. War EA vorher? Aber es ist nicht schlimm, ja. äh, EA dauert nicht lange. Also, Ach so. Äh, ja, EA war echt lahm. Ja. Das war sehr, sehr, größtenteils lahm. Also sie haben halt cool angefangen mit Mass Effect. Ja, gut, das war klar, dass ähm, wir das zeigen, also... Mass Effect, cooler Trailer zum neuen Mars Effect. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass, es, dass wir eigentlich kein neues Mars Effect brauchen. Ähm, wir brauchen es nicht, aber es ist das, was wir verdient haben. Ich habe hab nie ein Mars ja. Effect gespielt. Das ist schade für dich. Ähm, heißt jetzt Mars nee, Effect Andromeda. Ahnung. Sieht nice aus, spielt halt irgendwo anders und ist äh, nicht mit dem, äh, mit Shepard. Ja, genau, genau, den spielt man nicht mehr. Und, ja. <laughs> No. Sonst gab es in dem Trailer, glaube ich, auch nichts Interessantes zu sehen. Es war halt einfach ein Render-Trailer und äh, der nichts storymäßig verraten hat, glaube ich. Und äh, obwohl, man hat das N7-Ding an, oder? Doch, doch, der hat einen Anzug von diesen N7-Anzug an. Das kann sein. War das für Marco oder war das das Schiff? Das war das Schiff, N7 ne? ist die, ist die, ist die, ist die, ist die, äh, die, äh, die Gemeinschaft, der hier die, 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 äh, Nicht Firma, aber. Das ist keine Marke. Das ist nicht Nike, oder so. Und bitte das. Ja, aber es gab doch diese unterschiedlichen Waffenhersteller und sowas. Ja, in Seven ist, glaube ich, irgendwie die Föderation oder sowas. Ja, keine ich glaube, das Schiff hieß so, deswegen. Nee, das Schiff hieß anders. Das war die, Wow, mein Gott, jetzt, jetzt schäme ich mich ein bisschen. Äh, ja, das ist interessiert das... doch jetzt echt niemanden. Also... Ja, doch, es interessiert schon, weil es geht ja darum, ob das jetzt in der Zeit spielt, wo Stefan. Ach dann, so, äh, in, in dem Sinne, okay wenn es das gleiche Schiff alte... ist, ist ja Schnurz. Nee, halt... nee, das Schiff hieß anders. Ja, okay. Ähm, aber in Seven war. Ja, du hast äh, ja noch Zeit war zu war überlegen. Also, es ging ja dann auch weiter im Weltall. Mit. Normandy, mit Normandy. die Normandy, Normandy äh, genau. War das Schiff. Ja, gut, egal. Blieb, sie blieben dann auch in, in, im Weltall. Es ging ja weiter mit Star Wars. Du, 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 und N7 du, 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 ist die, du, du, N7. Du, 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 Ja, das, das war das Allerdümmste an der, an der EA-Präsentation. Hey Leute, heute ist das Jahr von Star Wars, wir zeigen euch Star Wars Battlefront. Alter, ja. In 50 ja. Minuten. Genau, und unten war ein Ticker drin, der den ja, immer gezeigt hat. 50 Minuten, hat. Star Wars Battlefront. Und alles dazwischen, oh. fast alles dazwischen war langweilig und unnötig. Sie haben als halt erstes die Old Republic gezeigt, ähm, Von BioWare. Old Republic haben, sie haben sie gezeigt, von BioWare äh, sieht nett aus. Man kann sich äh, entscheiden, ob man einen äh, weißen, weißen Typen in, in einer weißen Kutte spielen möchte oder einen weißen Typen in einer schwarzen Kutte. Ich glaube, einer von den beiden ist ein Sith. Ja, keine Ahnung. Das sah, das sah irgendwie relativ generisch aus, aber The Old Republic, BioWare, ich, Bio ich glaube nicht, dass das nicht geil wird. Ich hätte mir nur gewünscht, dass es halt nicht so generisch aussieht, so... Keine Ahnung. Ich, glaub, es, ich glaube, die, die, die Jedi-Meister spüren schon jedes Mal eine Erschütterung der Macht, wenn man morgens was Schwarzes anzieht. <laughs> ist so, wenn, so es auf der, wenn es wieder Flecken auf den weißen Klamotten gibt, meinst du? Oder mm -mm, Ja, so. Dann kommt diese Musik, die immer kam, wenn was dramatisch pass ist, passiert: diese. Ja, ja, genau das. Genau. Ähm, aber ja, viel Gameplay hat man nicht gesehen. Wir haben halt einen Trailer gezeigt. Ähm, Old Republic. Kotor war geil. Die Old Republic könnte geil werden. Also also Old Ge Republic ist doch ein, ist das nicht ein MMO gewesen? Ist es das? Weiß es nicht. Ich dachte. Kann auch, sein. Ich, oh, jetzt das bin jetzt? Ich, völlig, ich überleg gerade ob das, nee. das, das MMO hieß auch irgendwas mit Old Republic. Deswegen. Ich weiß es nicht, ob es das gleiche ist. MMO, aber das, die das die Old ist Republic. ja, aber das ist ja, hieß es nicht, ja nein, das war ja KOTOR. Das war KOTOR. Ja, genau. Ähm, ich weiß es nicht, aber das ist ja mega gefloppt. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt das gleiche ist. Ja, sag ob, ich mit ja. Mit der neuen Erweiterung. Äh. Ich weiß es nicht. Die Old Republic. Ja, tatsächlich, das ist MMO. Ja, das hm. ist so. Ja, aber das ist ja wieder jetzt. uninteressant Ach so, das ist das, ist ein, das ist eine Erweiterung oder sowas. Knights of the Fallen Empire war das. Ah, ah okay. Okay, damit wird's komplett das interessant. Die... Tut uns leid. Ja, <laughs> schade. Da, da, da. Gehen wir zu was anderem um Interessanten. Need for Speed. Speed. Ja, Speed, Style, Bill Crew, Outlaw. Genau. War der genau, wundervolle ist, weil... Scheiß- Untertitel? Nee, das, das war nicht der Untertitel, das sind die fünf Game-Modes. So. Die Game-Modes, die fünf Sachen, die irgendwie zusammen... Ja, ja. Also, äh, das neue Need for Speed, wird das beste Need for Speed aller Zeiten. Wie das, was ich fand, for dass Speed. der Typ dass der Typ gesagt hat, ja, wir nehmen das beste aus allen Titeln, das Customizen aus Underground, äh, das War's aus auch Welt schon. Von Wanted und so alles coole. Und, <laughs> und, und da wären einfach nicht das beste Need for Speed, nämlich Hot Pursuit. Das würde nicht erwähnt, aber ja, es gibt fünf Game Modi, es wird super interessant Speed, man fährt schnell, Style, man fährt stylisch aber Bild, man baut sich ein Auto zusammen. war doch äh, war doch das mit dem Bullen oder wo, wo die genau. Bullen jagen? Genau, das ist ja auch irgendwie drin. Ist ja genau. drin. Genau, Crew ist das, wo man mit seiner Crew rumfährt und Outlaw <laughs> ist das, wo oh, mit, man, die ja, mit der mit der nicht Outlaw, Crew rumfährt, den Polizisten. Und und, ja, und Outlaw ist das, wo man von der Polizei abhaut. Und dann hat er gesagt, so, das wird super krass. Man kann schnell und stylisch fahren mit seinem aufgetunten Car, mit seiner Crew, während man vor der Bullerei flieht. Und ich denke, yo. Warum gibt's eigentlich, ey, weißt du, Videospiele beschränken sich immer so selbst. Warum gibt's eigentlich keinen Rentnerfahrsimulator, wo du möglichst langsam und verkehrsbehindernd fahren musst? Das wäre saugut. <laughs> wie, das wie viele Leute kannst du umbringen, ohne gegen die ja, Straßenverkehrsverkehrsverkehr genau. zu stoßen? Wie viele Auffahrunfälle kannst du produzieren, ohne wirklich. <laughs> Aber das kannst das du doch super. in GTA machen und das konntest du damals schon in Driver. Du solltest, du solltest echt Game Designer werden, du hast das richtige out of the box Ding. Weißt du, ja. dann, dann, dann kriegst du so eine Geldanzeige und du musst möglichst viel äh, Schaden verursachen. Äh, ja, das, das wäre super. Äh, aber das und, konntest du doch in äh, GTA 5 machen und in Driver konnte man das damals auch schon machen. Ja, aber es war nicht das Spielziel. Tja aber naja ja Need for Speed ist halt neuesten das heißt auch glaube ich einfach nur wieder Need for Speed, weil wie gesagt es gibt glaube ich inzwischen fünf Need for Speeds, die einfach nur Need for Speed heißen, oder kann das sein? Ich glaube es ist das zweite tatsächlich. auch, glaube ich das erste. das Nee das erste Need for Speed hieß Need for Speed und es gab doch zwischenzeitlich auch noch mal Need for Speed, was nur Need for Speed. Ich glaub nicht. Ich glaube es ist mindestens das dritte. Es gab ja später noch mal irgendwann Need for Speed Most Wanted, was was noch mal irgendwie Neues Need for Speed Most Wanted war. Keine Oder ich Ahnung. verwechsel's damit, das kann auch sein. Mhm. Aber die for ah, Speed habe ja. ich auch schon ähm, dreimal inzwischen wieder. Alle, der, der Wikipedia-Artikel fängt schön an. Need for Speed, Englisch, Bedürfnis nach Geschwindigkeit. <laughs> <Ich lacht> Stell dir vor, die hat den Titel ins Deutsch übersetzt. Das wäre echt geil gewesen. <laughs> sehr gut sehr gut nee aber ähm, ähm, also ich habe die Underground Reihe habe ich halt gespielt und ich habe sie auch gerne ja, gespielt waren da damals als ich als ich als ich zwölf war, ja, da war ich und schon äh, Pimp My Ride gerade cool war da war das auch geil nee, Pimp, My Ride, mit Pimp My Ride fand ich scheiße Pimp My Ride habe ich immer ganz gerne geguckt ja. X Do the Z X. ich ich, war ja ich, alles, ich bin äh, vor kurzem als da diese News rauskam dass die Autos alle komplett äh, Schrott waren die sie da gepippt haben und irgendwie Feuer ja. gefangen ja. haben und ich war so traurig ja, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen Kindheit gestorben. Ja. Siehst du, das wäre bei, ja. bei Oliver Korytkes Pip My Fahrrad nie passiert. Ja, das stimmt. Da sind, nur, da, sind nur da sind nur die Fahrräder geklaut worden danach. <laughs> Wahrscheinlich. Nee, es sah halt ja. gut aus für Need for Speed und. Aber Flo hatte recht. Flo hatte recht, das, was ich meinte, war, Must wanted, dass es zweimal ist. Ja, ah, okay. So. Ah, okay. Einmal, in äh, einmal in schlecht und einmal ein Gut, ne? ja irgendwie da, ja. Dann, danach kam meiner Meinung nach das einzige äh, wirkliche Highlight bei EA, das was das einzige was ich gut fand bei EA äh, Unravel. Das war auch das einziges neue. Das einzige was irgendwie frisch war, was cool war, was süß war, war Unravel. Ähm, ein knallsüßer äh, ja irgendwie Rätselplattformer sah das aus so ein bisschen. Ich fand es irgendwie okay, aber so richtig umgeworfen hat es mich auch nicht. Keine Ahnung, es, es sah für mich halt auch so ein bisschen vom Gameplay sah es für mich aus wie bisschen so ein Limbo aber halt vom Stil her komplett anders und es sah halt es, es springt auf den Kirby's Epic Yarn und Yoshi's hm. Woolly World Zug auf und macht irgendwas aus Wolle äh, aber ich yeah. fand es sehr sympathisch ich fand es sehr süß ähm, die Figur ist halt sauknuffig der kleine Typ mit dem bumerang Kopf was ist für welche äh, Plattform das rauskommt nur Oh, ich weiß es PS nicht nur für, also es, ist, es ist bestimmt EA also wahrscheinlich für alles ich finde, ich habe halt immer so ein bisschen äh, Angst, weil es inzwischen fast schon sowas wie das Genre des äh, Style-over-Substance-Indie-Plattformers äh, gibt, die irgendwie total toll und einzigartig dann ja, aussehen und so natürlich. langweilig wollen dran. Natürlich, äh, mini, also ich ich kriege ja inzwischen auch schon das Kotzen, wenn ich höre, minimalistischer Pixel-Plattformer. Ja, und aber egal, sah, das sah auf jeden Fall cool aus und das, das die Präsentation, das war mhm. der Typ, boah, oh. cool. der hat mir so leid getan, so nervös. Ganz ehrlich, da mit dem hätten sie einfach so ein Filmchen, wie es bei Nintendo immer gezeigt wird, mit dem hätten sie sowas drehen müssen. Wie der da nervös auf der Bühne stand und dann irgendwie noch so diese diese komische Lache, dieses dieses <laughs> Alter. Ja, aber nee, Ohne Spaß, nee, ich möchte mich über den nicht lustig machen. Ohne nee, Spaß, will, will ich auch aufgeregt. nicht, aber das hat er, keine Ahnung, der, der, der hatte halt so eine richtige Nerdlache und stand da mit seinem, mit seinem Garn und ja. Der einzige Moment, wo äh, ja, ich war mich ja, ein bisschen, Wie, wie sehr du dich jetzt gerade nicht über ihn lustig machen? Ja. Der einzige der Moment, Moment wo, wo, ich ich, Lache, äh, wo ich mich ein bisschen äh. fremdgeschämt habe, war, als er die Figur genommen hat und so getan hat, als würde sie reden. Ja, das ist, Ja, aber, aber er war ja, ein, er ist aber halt so ein netter, sympathischer Typ und. Ja. Der super aufgeregt ja, war und man hat ihm angemerkt, so, boah, das ist mein Traum, das, genau. dass ich es vorstellen darf. Und ähm, der war einfach so ein Patrick, der gezittert hat. Ich, der, ich wollte ihn einfach nur in den Arm nehmen und sagen, es wird alles gut. Es ist zwar EA, aber es wird alles gut. <laughs> ja, aber es ist zwar EA, du wirst das Spiel, die das Spiel wird sich nicht gut verkaufen, aber es wird alles gut. <laughs> ja, irgendwie sowas. Aber fand ich super cool. Ja. Äh, ist halt eine Sache, die man bei EA nicht erwartet. War ähm, unerwartet, ja, das stimmt auf jeden ja. Fall. Also es war dann kam, dann konnte man eine halbe Stunde abschalten, dann kam der, der, der erwartbarste äh, Teil von hey, da kam Dann kam der Pro Sportfraktion. Ja, eben, und unser Freund Pelle. Unser Pelle, Freund Pelle. Pelle war, da. Oh, Pelle war ich. da. 20 Minuten über Fußball geredet, wie toll das ist. Und, oh, oh Gott. Aber Pelle hatte, nee, hatte, so hatte einen super Auftritt, muss ich sagen. Das hat mich sehr, sehr froh gemacht. Beautiful, beautiful. Er hatte, er hatte äh, wirklich der beste, den besten Satz der ganzen Pressekonferenz. Ich musste sehr lachen. Weil er kam mir ja auf, auf die Bühne und dieser Typ, der vorher schon da war, hat irgendwie gesagt: Bla, bla. Ja, du hast mir die Anekdote erzählt, wie du damals dazu gekommen bist, Fußball als den schönen Sport zu bezeichnen. Kannst du uns nochmal erzählen? Und Pe äh, Pelé sagt erstmal: No. Und sagt irgendwas komplett anderes, <laughs> bevor er die sagt. Und ich saß wirklich da und habe gelacht, weil ich gehofft habe, er geht da nicht ja, mehr drauf ein. <laughs> aber das ist halt immer, das ist halt immer dieser Humorfaktor, der reinkommt, sobald du einen deliriösen alten Mann auf die Bühne stellst. <laughs> 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 ja, er hat sich halt erstmal bedankt, dass er auf die dass er überhaupt kommen durfte. Ja, eben, genau. <laughs> uh, aber, uh, Nachdem Lothar Matthäus ja, schon vor ihm da war, Lothar Matthäus <laughs> war schon da und Pelia hat sich nicht eingeladen. Nee, ich glaube, der hat sich einfach endlich dazu bezahlen lassen, ähm was ich besser tweet ich zu gelesen habe, hey, die haben Morgen Freeman da auf der Bühne. <lacht> <lacht> ähm, aber ja Sport, es kommt neues EA-Sportspiele und jetzt irgendwie, dass alle Sportspiele in einem drin sind, also dass du dann. War das nicht irgendwie nee, so? Nee, das war. Nee, es war nur so ein Hub super. gewesen ach so ja, ja das dass war's. man jetzt alle Sportspiele in einem Hub spielen ja, kann. Und irgendwie. Es interessiert niemanden, ganz ehrlich. Das ist also ich, das Beste, was ich jetzt zum Kommentar war bei äh, Pro Jared. Der hat ja auch irgendwie äh, äh, die Pressekonferenzen gerecapt und Noten gegeben. Der hat gesagt, Leute, äh, es gibt die Leute, äh, die kaufen sich diese Sportspiele jedes Jahr. Ne? Aber die sitzen nicht bei der E 3 und gucken sich das an. Die sitzen, die gucken sich nicht die E 3 an. Die sitzen nicht im Publikum. Die interessiert das einen Scheißdreck. Die Leute die Leute, die bei der E 3 sitzen, die es angucken, kaufen diese Spiele nicht. Die langweilt ihr damit, die interessiert das nicht. Die wissen, dass es einfach nur äh, jedes Jahr. Ja, das finde ich Grab. jetzt aber sehr. Äh, naja. Sorry, und Spaß, Es gibt die ganzen. Das ja, ich also ich finde. Nee, sorry. Sie müssen es halt vorstellen. Meiner, klar. Das ja, ist halt aber dann, aber, dann, aber dann macht's halt nicht eine halbe Stunde lang. Dann macht's. Dann macht's fünf Minuten mehr als fünf Minuten, zehn Minuten braucht das nicht. Ja, aber wir müssen das doch jedes so. Spiel einzeln vorstellen. Nein, hier, neues Fußballspiel, neues Basketballspiel, neues Madden, neues NFL, NHL. Ja, äh, aber NHL die neue NFL, Frostbite Ende. Engine funktioniert doch jetzt ganz neu. Ja, und wir haben jetzt Game Face HD, ihr könnt jetzt. Ihr könnt jetzt. Ja, eben, ihr könnt jetzt euer Gesicht da reinmachen, yo, that look like me, man! <laughs> ja Und einfach dieser, dieser Typ auf die Bühne kam warum seine Face, sein Face da reinbaut und saß einfach zu sagen yo, that look like me, man. Wer wäre das? Überhaupt? Haben nee. sie den auf die Bühne geholt? oder war das Ich weiß Publikum? nicht, ob das ein Prominenter Weil war. Aber ich habe ihn nur plötzlich da stehen sehen. War das nicht der Hoopgarten? Ja, Hoopgarten. Ja, okay. <laughs> so gut. Ich hab also, keine Ahnung. <laughs> 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 Jedenfalls, es war viel zu lang, es war langweilig, es war interessant und die, die, das Publikum, an das das gerichtet ist, guckt sich nicht die E3 an. Ja, die nein, die Bros das gucken nicht die drei. Nicht, ich würde nicht sagen, dass viele das sich dafür interessieren, die das gucken. Aber äh, es interessiert halt die Leute. Ja zwei. Ich meinst, ja, zwei Leute. Ich finde halt auch übertrieben zu sagen, nein, das interessiert keine Sau. Das können die weglassen. Das ist Schwachsinn. Ja, ich habe ich ich, ich, hab, ich, hab nicht, ich hab doch gar nicht gesagt weglassen. Ich habe nie gesagt weglassen. Ja, so klein ich klingt. Ich es aber, aber. Nee, ich habe nie gesagt weglassen. Um wen Aber also, es ist halt einfach viel zu lang und viel zu ausgedehnt. Ne? Das ist eine Sache, die kann man in 5 bis 10 Minuten abhacken. Und dann hat man die gleiche Informationsfülle, ohne dass 80 Prozent der Zuschauer gelangweilt oder sind. Oder die sollen einfach eine separate nochmal nur mit Sport machen. Da können sie dann John Madden dran. Ja, Madden ja, ist halt nicht tot. Genau. Doch. Ich glaube, John Madden okay. ist tot. Ich weiß. John nicht. Madden ist aber auch schon seit Jahren nicht mehr auf dem Spielecover, wie ich gelernt habe. <laughs> Beim trivia Ja, aber er, war, aber er war doch irgendwie elfmal drauf, oder? Ja, ja elfmal. John Madden war lebt. Drauf. Krass. keine Ahnung nein dö, 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 dö. ja ähm, Ach, hast du vermutlich verwechselt hier mit äh, Udo Jürgens also dieses dieses Jahr okay gebe ich zu hat vielleicht keiner von den FIFA-Fans das geguckt weil die eh alle die dritte Liga drin haben wollen statt Frauenfußball ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen dass es halt wenig Leute gibt die das wirklich interessiert doch, ich bin. Da verkauft also sich Leuten, das immer noch viel zu gut. Nee, ich sage ja nicht, dass es wenig Leute gibt, die es interessiert. Ich sage, dass wenig Leute, die die E3 gucken und verfolgen und bei der E3 im aber Publikum man sitzen, das interessiert. Du halt auch sagen, dass die E3 ist halt eine Trade Show und da musst du ja. zeigen, was du. Ne? Das ist es halt. Ja, klar. Wie gesagt, man muss es zeigen. Aber in einem Verhältnis. Ja, aber da musst du auch drüber reden, wenn es eine Trade Show ist. Es bringt ja, ja nicht sag halt ich, nur ja, Aber halt nicht so lang. Mehr sage ich ja gar nicht. Oh, äh, ich, nicht so lass uns da echt nicht mehr so lange aufhalten. Pelle war da, äh, Sie haben die tollen Sportspiele gesportet. Das, das, ja. das fand ich das Schlimmste überhaupt, der Moderator, der den Fußballspieler nicht aussprechen kann. Das hat mich ja. aufgeregt. Dass er statt das auch, immer das Pelle immer nur Pelle sagt. Das ist keine Kartoffel gewesen. Das ist irgendwie wie so ein 80er Spitzname von so einem Punk oder so. Hey Pelle, was geht? Das ist keine Kartoffel. Ja, Mann. Ja, ah, jedenfalls ja. ging es dann halt weiter mit dem anderen Ding, was sie auch haben. Außer Fußball und Sport, äh, dem ich. Clans vs. Zombies. Garden Warfare. Garden Warfare 2. Was interessant ähm, ist, dass sie den Call of Duty-Form benutzt haben. Ja, von, von Modern Warfare, genau. Das Interessante äh, ist so, war der Zombie in dem dummen Kostüm, der rumgetanzt hat. Und ich konnte dadurch zwei äh, Bingo-Felder abkreuzen. <laughs> warum, ja. warum zwei? Ja, nee, das war kein Konzertband. Konzert Konzert kam später. Naja, äh, Garden Warfare 2 anscheinend hat der erste Teil sich gut genug verkauft, dass es einen zweiten gibt. Der Trailer sah albern und goofy und witzig aus, dem äh, es gefällt. Garden Warfare halt. Ja, es ist halt jetzt ist immer noch ein Team-based Third-Person-Shooter. Ja, man kann jetzt mehr Sachen machen. Es gibt jetzt es gibt mehr Titan Zombies. Es gibt eine Story irgendwie, dass es diese Roboter-Zombies... Garden Genüß Warfare Shit. ist doch eigentlich so Call of Duty für Leute, die für Call of Duty zu alt sind, oder? Eben nicht, oder? Ja, äh, <laughs> und die keine Wii U und die, und die kein Splatoon haben. <laughs> ja. Genau. Ja, äh, genau, also irgendwie... Äh, keine ja. Ahnung, für mich ist es nicht, aber es ist, ist bestimmt spaßig. Was wir jetzt vergessen haben zu sagen, dass zwischendurch kam EA noch auf die Idee, äh, ihr... Äh, ihr... Wie heißt das? EA Access vorzustellen. Stimmt, EA Access gab's. Ähm, das ist ähm, ganz cool anscheinend, wenn man EA mag. Ähm, <laughs> ich habe keine Ahnung. Oh, so also ist es nicht ging. cool. <laughs> ich habe ehrlich gesagt gerade überlegt, worum es ging, aber mir fällt es nicht mehr ein. Wenn man EA mag, ist es ganz cool. Ansonsten. Äh, EA Access war doch diese Download-Plattform, äh, wo man die ganzen EA-Titel runterladen kann. Ja, nee, ähm, das ist ja <laughs> so das, das gehört ja dazu. Ach so. Was war dann EA Access? Ja, genau. Also, das ist dieses äh, große äh, Ding, was wir jetzt haben, wo alles mit drin ist. Und jetzt ist Titanfall auch im Vault. Und Dragon Age Origin, nee, Inquisition kommt noch in den Vault. Die ganze Welt jetzt, ist in EA. Und jetzt in der E3-Woche ist alles in diesem Vault gra gratis, auch für Nichtmitglieder. Irgendwie. Auch oh wenn man keinen Schwanz. Also, es ist sowieso gratis, ich glaub, eigentlich, ja. weil es der Vault ist, aber. Äh, ja, jetzt kann man halt irgendwie alles spielen, klar. Yay. Aber der Vault ist eigentlich eine coole Idee und. Ja. Das ist schon ein guter Schritt. Next! Ähm, next. Ja, dann Camera's Edge 2, super, sieht gerade aus, Das ist Open World. Free -Roaming. ja Roaming. Also, also, es gab drei äh, gute Sachen in der Präsentation, das war Mirrors Edge, ja, Battlefront kommt ja auch noch, äh, aber ja, es gab nette Sachen, aber es hatte immer diesen EA-Beigeschmack. Ja, Faith und äh, äh, World of Mirrors und, äh. <laughs> und Jetzt der ja, ja Aber was ich tatsächlich cool an Mirrors Edge 2 fand, das wird jetzt, genau, das wird eine große offene Welt, es soll keine Ladezeiten genau. geben, ähm, finde ich eine coole Sache. Das ist halt eine Sache, dieses ganze Thema mit Parcours und sowas äh, war halt im ersten Teil stark durch beschränkt, dass es super lineare Level waren und man wenig bis gar nicht von dem vorgegebenen Weg abweichen konnte. Ähm, das, da eine offene Welt rauszumachen ist ein konsequenter das Schritt. Das Interessante finde ich ja, dass Mirror's Edge ja im Grunde relativ vom Grafikstil zeitlos ist. Dadurch, dass es halt einfach nur diese Oberflächen hat, diese weißen und rote. Und, und dadurch sieht es auch, auch genauso aus wie der erste Teil. Ja, es sieht halt nicht schlecht aus. Also, der erste ja. sah ja schon nicht schlecht aus. Und äh, jetzt haben sie halt, dadurch, dass die Grafik halt so minimalistisch ist, im Grunde, ähm, kann das gar nicht mies aussehen, finde ich. Aber es, ja, sieht nee, immer noch, es sieht immer noch verdammt gut aus. Also, ja. ich muss nicht sagen, viel. Wind Waker, ich mochte das neue Faith Design irgendwie nicht so. Ich, ich, hätte, ich könnte den Unterschied nicht feststellen. Quatsch, guck dir die mal an. Die alte sah viel, die, die sah viel badass, ziger aus. Bad Badasser. Bad -asser. Bad -asser. Das, das ist das richtige Wort. Bad, -asser. Bad -asser. Ah, ja, okay. Ähm, ja, kann keine sein. Ahnung. Man sieht sie eh nicht im Spiel, ja. außer vielleicht mal kurz am Anfang. Oder du guckst die ganze Zeit ähm, in den Spiegel und sagst, oh. Und das schön. Spinksimulator. <laughs> Die ganze Zeit ja, den Kajal nachziehen. Naja, ebenfalls ging es dann wieder zu Star Wars. Endlich waren die 50 Minuten rum. Ja, genau. Heute also, kann man sich eine Karte Battlefront 3. Battlefront 3, Mann. Battlefront 3. Ja, Battlefront dry, Battlefront dry. ja ich finde es, ich habe bisher nie. Habe ich ein Battlefront gespielt? Ich weiß es gar nicht, ob ich ein Battlefront gespielt habe. Ähm. Scheint wohl äh, beliebter zu sein, als es mir bekannt war. Ja, ja das ist aber mega nur wenn du, wenn du schnellstmöglich diese verdammte Wolkenstadt als Imperium wegblastest, weil da können die Rebellen nur gewinnen. Schrecklich. <laughs> Echt scheiße. Okay, Ben, möchtest du was dazu ja, sagen? Ja, bist ja anscheinend. Nee, tief keine in der Ahnung, ich, 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 ich muss sagen, ich freue mich irgendwie drauf. Also, ich fand die ersten beiden Teile sehr cool. War halt ähm, im Grunde Battlefield mit äh, Star Wars-Skins äh, Grob gesagt, man hat halt immer so einen Helden gehabt, den man dann, ich glaube, da gab es immer so eine Anzeige, die sich aufgefüllt hat. Und wenn die voll war, konntest du quasi einen der Helden äh, wählen. Konntest dann irgendwie als Boba Fett oder Darth Vader oder sonst was rumschnetzeln, bis du eben gekillt wurdest. Und ansonsten, äh, also die Funktion gibt es hier scheinbar wieder auch. Sah auf jeden Fall sehr, sehr danach aus. Man hat ja gesehen, irgendwie, dass es auch Jedi's gibt und äh, so weiter und so fort. Und ansonsten wird es halt wirklich, denke ich, wieder Richtung äh, Battlefield äh, gehen. Äh, ich freue mich drauf. Es gibt ja sehr, sehr viel Hass auf das Spiel, weil es nicht ganz so umfangreich wohl sein wird wie der zweite Teil, der hatte auch so Weltraumschlachten okay. und so weiter und so fort. Und die naja, wenn sie schon da rausbringen, bekommen sie mehr früher Geld, ne? Ja, ich weiß nicht mehr, ob es daran liegt. Ich meine, so Weltraumschlachten auf der PlayStation, äh, auf der, auf der Playstation 2, auf der 360, äh, nee, das war ja nicht mal die 360, es war die äh, Xbox 1. Die da umzusetzen, war halt um einiges simpler, als, äh, als es das heute ist, weil du heute ganz andere Ansprüche hast. Ja, okay. Wenn du es heute genauso machen würdest wie damals, wird du sich totlachen, weil im Grunde hattest du eine schwarze Map und konntest ein Raumschiff nehmen und von einem von einem äh, großen Raumschiff auf das äh, große Raumschiff der anderen fliegen. Ja, na gut. Und Aber ähm, also es ist Ego-Shooter oder was? Ja, ja genau. Also es ist es ist halt okay. so äh, wie Battlefield im Grunde. Du hast Fall einen Ego-Shooter, der teambasiert ist. Ähm, jeder hat halt seine Base und du versuchst äh, die. Basis des anderen äh, einzunehmen. Du kannst dir halt am Anfang so eine Klasse aussuchen. Äh, gibt's halt dann irgendwie Techniker, die können Sachen reparieren, äh, wie es eben bei Battlefield auch ist. Sturmtruppen, die können ich es ist, genau. Es, es Grenadiere. Es sieht, es sieht auf jeden Fall echt nett aus. Also, es sah sehr schick aus, ja. muss ich sagen. Ja, das, das sowieso. Also es sieht, es sieht, wenn das wirklich äh, in-Game-Grafik ist und nicht irgendwie nur ja, Render-Trailer, dann sieht es echt krass aus. Dann ist es eines der besten, der bestaussehendsten Next-Gen-Spiele, die ich bisher gesehen habe. Ja, das also vor also, Battle of hot wo dann die, äh, die ATS-Ts da rumgewatschelt sind und sowas, war schon cool. Ja, das Einzige, was ein bisschen komisch wirkte, war Luke. Der sah irgendwie sehr seltsam aus mit seinem, seiner Frisur. Hatte sowas Ja, die haben halt einfach nochmal, die haben einfach den, den aktuellen Mark Hamill <laughs> ge 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 gecaptured. Oh Gott. Deswegen sah das ein bisschen aus wie äh, äh, alt. Und gab es nicht noch dieses Ding, wo sie irgendwie Luke Skywater gesagt haben? Das weiß ich nicht. Hab Ist ja noch in der Beta. War IA, es war IA, deswegen habe ich nicht so gut Das Zugang. sind doch nur Assets, die haben sie doch noch gar nicht richtig eingebaut. Ja. Den Typen, der das eigentlich sagen soll, äh, ja, den, aber den uh, Wird cool, denke ich. Ja. Endlich war kannst du auch, in, in äh, HD in, äh, auf, auf Endor gegen einen Baum fahren. Geil, ja. auf dem speedsterbike Ja, geil. Aber naja, das das war EA. Ja. Hm, jetzt können wir Bartusch wieder Ich fand es eigentlich extrem langweilig. Es also, war echt nicht gut. Es hat sich halt durch den durch den Sportblock direkt in der Mitte sehr gezogen. Die Sachen, die interessant waren, waren sehr kurz. Also Mass Effect waren zwei Minuten abgehackt, Unravel waren drei Minuten abgehackt, dann kam halbe Stunde Sport. Deswegen hat sich das einfach sehr gezogen. Mhm. Und es ist halt EA. Ich wollte auch gerade sagen, es war das das ist halt auch einfach EA, ne? Also irgendwie. Ja, ist es, es war nicht total zum Kotzen, aber es war es war halt EA. Ja. Electronic Arts Hey Roadies, danke fürs Zuhören. Das war der erste Teil der letzten Folge unseres E3 2015 Bonuscasts. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Ubisoft, Square Enix und der PC-Konferenz. Bis dahin würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch eine unserer anderen Shows besuchen würde. Da hätten wir Plüschgranate, Shadowrun Pen ⁇ Paper, unsere Shadowrun Pen ⁇ Paper Show, was der Name ja quasi schon sagt, die jetzt äh, ja bald in die fünfte Staffel geht im Oktober. Und Spaß Trainer Dommes und DeMifis großartige Pokémon Showdown Show. Und wenn euch das gefällt, was ihr hier zu hören und zu sehen bekommt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Abo hinterlasst, ein Like auf Facebook, ein Follow auf Twitter und vielleicht eine kleine Unterstützung über Patreon. Wenn ihr letzteres nicht tun könnt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr einfach unsere Sachen weiterschaut und euren Freunden davon erzählt. Danke und bis zum nächsten Mal.